Herzlich willkommen zu unserem Kurs GUI Programmieren mit Python. Mein Name ist Frederik Weitz und ich führe euch durch diesen Kurs. In dieser Folge zeige ich euch, wie man Listboxes programmiert. Das ist eine Möglichkeit, um sich bestimmte Sachen, eine Auswahl von bestimmten Sachen anzeigen zu lassen. Aus denen kann dann der Benutzer auswählen und ich zeige euch das am besten mal, wie das dann aussehen soll. So, ich habe mir hier eine Listbox, die seht ihr hier unten in der Ecke, und einen Knopf, mit dem ich hier oben das Bild auswechseln kann. Und zurzeit habe ich Ameise ausgewählt und wenn ich hier drauf klicke, passiert gar nichts. Wenn ich jetzt allerdings Ameisenbär auswähle, dann verändert er das Bild. Und dann habe ich hier noch Mandel und Apfel und Bakterie und Gehirn und fragt mich nicht, wie ich zu dieser Auswahl komme. Das war etwas zufällig. So, ganz wichtig dabei ist noch, hier haben wir zum ersten Mal eine Scrollbar mit dabei. Und die ist grafisch nicht so ganz ausgereift, weil die Listbox, so wie ich sie ausgewählt habe, es sind 6 Elemente, die hier erscheinen, aber immer nur 2 werden angezeigt. Die Scrollbar ist einfach zu groß für die Liste. Aber das sind so Feinheiten, da werden wir uns dann diesmal nicht drum kümmern. So, das ist das, was ich mit euch vorhabe. Und als erstes legen wir unsere Liste an. Und dazu gehen wir in unser Programm hinein. Und aus diesem Programm nehmen wir jetzt alles raus, bis auf die ganz zentralen Sachen. Also das brauchen wir jetzt hier alles gar nicht mehr. Außer dem Hauptfenster, das wollen wir noch initialisiert lassen. Die Foto-Images, die lasst ihr bitte auch drin. Und das Frame können wir rausnehmen, das brauchen wir nicht mehr. Die Eingabe können wir rausnehmen. Von dem Label behalten wir eines, das brauchen wir später für unsere Bildanzeige, und von dem Button behalten wir auch eins. So. Aber alles andere kann eigentlich jetzt raus. Das Label lassen wir im Gitter drin, im Grid. Das nehmen wir raus. So, den Button, den setzen wir jetzt mal auf Row ist gleich 1 und Column ist gleich 0. So, und die Fotos habe ich jetzt auch andere ausgewählt. Ich habe hier aus einem anderen Verzeichnis habe ich mir jetzt hier andere Sachen ausgesucht. Das mache ich jetzt auch, ändere ich jetzt auch gleich mal ab. So, es tut mir leid, dass ihr das jetzt mit ansehen müsst, aber so, die anderen Bilder waren mir einfach zu klein. Aren't it so Element Apple. So. Falls ihr Icons sucht, um das nachzuprogrammieren, dann sucht einfach bei Google nach Icons und Free Downloads. Und da findet ihr eine ganze Menge. Und solange ihr nicht ganz sicher seid, ist das gemeinfrei. Wenn ihr das auf eurem eigenen Computer macht, wird das niemanden stören. Nur wenn ihr es dann benutzt und dann vor allem auch noch zum Geldverdienen benutzt, dann solltet ihr euch absichern und solltet wirklich nachforschen, ist das gemeinfrei oder ist das eben nicht gemeinfrei. Gut, so. Das Label werden wir jetzt hier auch mal ein bisschen zusammenstutzen. Das alles brauchen wir nicht. So, das sollte möglichst einfach sein. Und dem Button, dem geben wir jetzt erstmal kein Kommando und stattdessen einen Text, nämlich wechsle Bild.
oder was auch immer man da hinschreiben könnte. So, das war es im Prinzip schon, was wir erstmal haben weglöschen müssen. So, jetzt wollen wir als allererstes wollen wir unsere Liste noch mit dazu packen und das machen wir ganz einfach mit dem Befehl List. Also erstmal hier kommt die Variable Liste und wir weisen dann über den Konstruktor Listbox dem eine Liste zu. Und da kommt wieder das Fenster, also das Hauptfenster kommt als Master dazu und dann definieren wir eine Höhe, die ist 2. Da könnt ihr auch eine andere Höhe nehmen. 2 steht für die Zeilen, die ihr in der Listbox seht. Und wenn es mehr sind, das zeige ich euch gleich, weil wir machen erstmal noch keine Scrollbar dazu, kann man trotzdem da drin hin und her scrollen, aber es sieht nicht wirklich schön aus und der Benutzer sieht auch nicht, dass er es kann. Das ist also nicht so ganz besonders, oder das ist eigentlich nicht zu empfehlen. So, wenn wir die Liste haben, dann müssen wir hier Elemente einfügen und das machen wir mit List.insert. So, und dann müssen wir dem angeben, wo er die Elemente einfügen soll. Und normalerweise, oder man kann dort ganz normal eine Zahl angeben, nach diesem und jenem Element. Wir wollen das aber am Ende angeben. Und da wir bisher noch nichts in die Liste eingefügt haben, ist das natürlich dann gleich das erste Element. Ich gebe also ein Liste.insert. Nochmal end und dann Ameise, Ameisenbär. Und noch einmal, weil es schön war. Mandel. So, und das könnte ich jetzt beliebig fortfahren, aber es gibt eine zumindest leichte Arbeitsabkürzung. Ich kann nämlich hier hinten beliebig viele Strings anfügen. Also ich könnte auch Zahlen eingeben, dann wird er mir Zahlen ausgeben, anzeigen. Aber in diesem Fall verwende ich natürlich Strings, weil ich die Zeichenketten brauche. Gehirn. So. Und das kann ich beliebig weitermachen. Ich kann mit Insert also alle möglichen Sachen noch einfügen. Das End am Anfang bezeichnet tatsächlich, dass nur am Ende eingefügt wird. Das ist ein bisschen schwierig, weil man verwechselt das dann eventuell, wenn man sich länger nicht damit beschäftigt hat, dass das hier auch ein String sein könnte, der in die Liste eingefügt wird. Wird er aber nicht. Der erste ist, bezeichnet die Position. So, gut. Und jetzt müssen wir noch unsere Liste in unsere Grid packen. Und das mache ich folgendermaßen. Ich schreibe das in die erste, also eigentlich ja in die zweite Zeile und dann in die zweite Spalte. Und das war's auch schon. Also, wir haben den definiert. Entschuldigung. Wir haben die Liste, der Liste ein Objekt von Listbox zugewiesen, haben das auf die Höhe 2 gesetzt. Wir haben 6 Elemente eingefügt. 3 mühsam und einzeln und 3 haben wir dann dadurch eingefügt, dass man hier beliebig viele Strings hinten anfügen kann, immer durch Komma getrennt. Und dann haben wir das Ganze auf das Fenster gepackt mit dem ganz normalen Befehl. So, hier müsste ich noch vielleicht das Ganze im Grid umändern, sonst gibt er einen Fehler aus. So, und jetzt wollen wir uns das Ganze mal anschauen. Und er gibt mir einen Fehler aus. Was soll das? Ah, okay. Offensichtlich habe ich dort einen.
das da hingekommen ist, weiß ich jetzt auch nicht, aber gut. Das Leben ist eine Kettenbrücke. Und noch einmal. Auch das. Was haben wir? Ach so, genau. Da habe ich noch etwas nicht umgeändert. Na, ihr seht, manchmal schreibt man die Sachen besser neu. Und noch eins. Ah, je. Was ist das denn hier? Text. Da muss ein Text hin. Na, wir erleben noch einige Überraschungen, habe ich das Gefühl. Nein, tun wir nicht. So, da haben wir es. Upsala, jetzt verschwindet es. Und ich kann das auswählen. Und ihr seht, wenn ich hier hoch scrolle, also ich kann mit dem Mausrad kann ich hin und her scrollen. Ich kann übrigens auch mit den Pfeiltasten weitergehen. Das funktioniert auch. Also das wäre schon eine Möglichkeit. So. Aber er macht mir noch gar nichts. Das heißt, da muss ich noch ein bisschen weiter arbeiten. Gut, aber das war es jetzt erstmal so. Jetzt wisst ihr, wie man eine Listbox auf den in ein Fenster hineinsetzt, wie man Elemente hinzufügt. Übrigens kann man auch Elemente wieder löschen. Das kann ich euch auch nochmal zeigen. Übrigens auch den Befehl hatten wir schon mit Delete. Und dann gibt man einfach das Element an, an dem man das löschen möchte. Das heißt, man kann also im Prinzip ganz variabel kann man Elemente hinzufügen, Elemente herausnehmen, je nachdem, was die Umstände erfordern. Gut, das war's für dieses Mal. Das nächste Mal werde ich euch zeigen, wie man die Auswahl aus der Liste abfragt und wie man das dann sinnvoll in ein Programm umsetzt. Wir werden also unsere kleinen Bilder werden wir austauschen in dem Label und dann im übernächsten Video zeige ich euch, wie man in das Label, in die Listbox eine Scrollbar hineinsetzt, sodass man dann wirklich auch nebenan manuell scrollen kann. Wenn euch das Video gefallen hat, dann drückt mir bitte einmal einen Daumen hoch und wir sehen uns im nächsten Video wieder.